Was? Es wird auf jeden Fall schwierig, aber ich krieg's dann. Sehr cool. Haben wir das auch erledigt? Dann kommt einmal kurz das Schneidwerk ab. Weil der Kollege kann nämlich auch gleich schon aufs Feld. Ich glaube, aufs Feld 14 kann ich ihn gleich schicken. Das Feld 14 müsste nämlich auch schon erntereif sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das Feld 14 ist abgeerntet. Okay, das Feld 14 ist abgeerntet. Aber was ich gerade sehe, ich habe gar keine Sachen, um... ich habe gar nichts, um Dings zu ernten, ne? Um, ne? Rüben und so weiter zu ernten. Na, das ist ja natürlich... Womit erntet man Sojabohnen? Erntet man Sojabohnen mit... ich glaube, wir fahren aufs Feld 20. Ich werde mit ihm hier aufs Feld 20 fahren. Dann hat er erstmal genug zu tun. Und kann sich da ein bisschen beschäftigen. Dann haben wir den auch erstmal, ich sag mal so, ein bisschen aus dem Weg. Dann müssen wir nämlich zwei Traktoren gleich klar machen zum Abfahren. Dann brauchen wir auch Maschinen, die, also Überladewagen habe ich ja schon einen da. Das ist ziemlich cool. Die Frage ist natürlich auch, wie schnell werden jetzt meine Silos eigentlich voll? Und muss ich dann vielleicht auch gleich schon anfangen mit, damit die Silos abzufahren? Wo fahre ich hier gerade hin eigentlich? Ich sehe hier auf dieser Karte halt gar nichts, ne? Weil die ganzen Fahrzeuge halt da stehen. So, ich fahre jetzt hier gerade runter und eigentlich, ich will zum Feld 20, dann fahren wir zum Highway runter. Dann fahren wir mal zum Highway runter und gucken uns das da unten an, wie das da unten aussieht. Grundsätzlich hätte ich diese Strecke jetzt auch schon einfahren können, aber okay, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wer ist denn der... Achso, der Twinstar ist, glaube ich, der... Ach, der Twinstar ist der Truck, ne? Genau, das ist der Truck. Den können wir auch gleich erstmal stehen lassen. Die Sonnenblume muss ich, glaube ich, mit einem anderen Gerät abernten, ne? Mit einem anderen Schneidwerk, mit dem Maisschneidwerk, glaube ich, ne? Ja, und so grundsätzlich müssen wir mal gucken, was so die Ziele eigentlich sind von diesem Let's Play. Ich glaube, momentan ist das einzige Ziel, was ich mir jetzt gesetzt habe mit diesem Let's Play, ist halt Spaß haben. Spaß haben mit CP. Mit CP ordentlich wieder Gas geben. Auch soll ich ein bisschen zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Gegebenenfalls zeigen, wie es funktioniert. Und Sachen auch ausprobieren. Wobei, naja, dass ich noch ausprobieren muss, ist eigentlich eher, wie soll man sagen, im Grunde hat sich CP kaum geändert zum 15er. Neue Features sind noch kaum welche drin. Das, was sich geändert hat, ist an der Fahrsilo. Das Fahrsilo kann der CP-Fahrer jetzt tatsächlich auch links und rechts abarbeiten. Er entscheidet selber, wo er reingeht, was er mitnimmt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und sonst so kann man eigentlich sagen, ja, CP ist immer noch das gleiche wie vorher. Was eigentlich sehr, 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 sehr schön ist. Also wer einmal im 15er mit CP klargekommen ist, wird auch im 17er eigentlich keine Probleme haben. Okay, du haust Stroh raus, das ist sehr gut. Ich muss erstmal komplett hochfahren und starten. Sehr schön. Damit ist der dann auch im Gange. Den Kollegen hier brauche ich noch gar nicht. Den kann ich erstmal beiseite stellen, weil zum Häckseln fehlt es mir momentan noch ein bisschen an Gerätschaften, aber ich habe mir den schon mal gegönnt. Den haben wir uns schon mal gegönnt. Der steht jetzt hier schon mal, das passt. So, ich hätte jetzt nämlich gerne den Deutz mit dem Überladewagen. So, der ist schon an. Genau, dann kommt die Strecke raus. Das, was wir jetzt hier schon machen werden, ist eine Strecke einrichten, damit er den... Oh, ist der schon fertig? Oh, lol. Ja, okay. Ich wollte eigentlich hier eine Strecke einrichten, damit er den Mähdrescher auf diesem Feld abtanken kann. So wie es aussieht, muss er aber gar nicht großartig abgetankt werden, weil er schon fertig ist. Okay, aber nichtsdestotrotz machen wir hier eine Strecke. Pass mal auf, ich mache das wieder mit einem Tempomaten. Wir machen da 20 km/h.
fahren hier vorne einfach mal um das Feld rum. Wer weiß, was uns irgendwann mal erwartet, was wir auf diesem Feld hier abernten. Das ist zwar jetzt nicht so das Riesenfeld, aber nichtsdestotrotz, damit das alles schön sauber ist und seine Ordnung hat, machen wir das natürlich auch. So, zack. Denn ist das jetzt Feld 15, ne? Ich werde wieder die Benennung machen mit Feld und so weiter, so wie ich das vorher auch gemacht habe, weil mir das einfach besser gefällt. So, du bist ein Überladewagen. Das heißt, du kriegst diesen Modus, du kriegst den Drescher, der 114 Meter von dir entfernt steht. Das sieht gut aus. Du darfst am aktuellen Wegpunkt beginnen. Und mal gucken, was er daraus macht. Er wird auf jeden Fall jetzt den Drescher abtanken. Das ist schon mal ganz, ganz nice. So, den können wir auch einmal rausnehmen. Ich möchte nämlich gerne jetzt schon mal eine Strecke einstellen. Aber das müssen wir jetzt auch alles nach und nach bauen. Das geht ja nicht nur darum, Strecken zu haben. Also es muss ja auch irgendwo wieder so anfangen, mit diesen ganzen Streckengebaue und so weiter und so fort, dass die Strecken wiederverwertbar sind, so wie sie es vorher auch waren. Ne? Guck mal, den hier, den Telelader kann ich auch erstmal rausnehmen. Den stellen wir auch erstmal beim... hat der eigentlich einen Hundegang gekriegt? Ja, ich glaube, der hat einen... Oh, jemand hat den Briefkasten umgefahren. Wie konnte das dann passieren? Ich meine doch, der Telelader hat einen Hundegang gekriegt, oder? Auf jeden Fall konnte das der alte Manitou. Der alte Manitou konnte das meiner Meinung nach. So. Den stellen wir auf jeden Fall mal hier ab. Das Licht hier können wir bei dem Kollegen auch mal ausmachen. Das braucht nicht die ganze Zeit an sein. Wen haben wir denn noch? Wir haben noch den Truck. Den Truck brauche ich auch momentan noch nicht sofort. Das, was ich jetzt eigentlich brauche, vermehrt brauche, sind die anderen Fahrzeuge, meine ganzen Traktoren und so weiter. Wir müssen mal gucken, wie wir das alles regeln hier auf dem Hof. Ich glaube, ich werde dich erstmal... Ich will den auch nicht im Weg stellen. Aber ich will den auch nicht zu weit wegstellen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir müssen uns Saatgut auch besorgen. Auf der Gold Creek gibt es ja keine Möglichkeit, Saatgut irgendwie großartig zu lagern. Beziehungsweise, doch, es wird gelagert, aber was ist denn hier mit dir los? Warum ist denn dein Abstand so komisch? Seitlicher Abstand 9 Meter, aber die hast du doch überhaupt nicht eingehalten. Die hast du doch überhaupt nicht eingehalten, Kollege. Aber das wird auch eng, ne? Beziehungsweise das ist auch viel zu dicht dran. Ich teste es nochmal. Ich lasse ihn nochmal ein bisschen von weiter hinten ranfahren. Mal gucken, was er jetzt macht. In der Hoffnung, dass er es ein bisschen besser hinkriegt. Aber das sind halt wieder diese ganzen Kleinigkeiten, ne? Das sind diese kleinen Kinderkrankheiten, die man halt einfach mit CP hat. Das muss man erstmal rausfinden, wie das richtig funktioniert. Jetzt ist er nämlich auch auf dem richtigen Abstand, wenn man sich das mal anguckt. Jetzt ist er auf dem richtigen Abstand. Jetzt fährt er anständig ran. Anständig rein. So. Da kriege ich jetzt die Ladung und das ist gut. So, jetzt ist es ja so, dass ich die Karte noch gar nicht so richtig gut kenne, ne? So richtig gut kenne ich die Karte noch nicht hier. Ich war hier noch nicht so häufig drauf. Beziehungsweise eigentlich noch gar nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen mit der Karte vertraut machen. Das kommt jetzt auch noch hinzu. Ich habe auch noch gar keine so richtige Ahnung, wo ich jetzt irgendwie was hinstelle, wo ich irgendwas lasse, wo ich irgendwas machen kann. Das weiß ich auch noch alles gar nicht. Aber ist ja nicht so, dass wir es nicht rauskriegen, ne? Ich glaube, das wäre das Letzte. Ah, guck mal, jetzt kann der sich zusammenklappen. Macht er aber auch nicht richtig, okay. Macht er aber auch nicht richtig. Das ist aber nicht, noch nicht... Noch bin ich ganz gechillt, sagen wir es mal so. Noch bin ich extrem gechillt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir es noch alles auf die Reihe bekommen. Und früher oder später
ein sehr, sehr gutes Ergebnis bekommen werden. Na? So. Einmal den Kollegen dahingestellt. Dann werde ich jetzt erstmal die ganzen Kollegen hier abarbeiten, die noch irgendwie in der Aufgabenschlange sitzen und noch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Das werden wir jetzt mal ganz kurz erledigen. So, zack. Du kommst auch mit hier hin. Das passt. Genau, du hast ja jetzt schon ein Arbeitsgerät dabei, einen Grubber. Den Grubber werde ich schon gleich irgendwo anständig unterstellen. Ich habe übrigens das Pflanzenwachstum auf langsam und der Schwierigkeitsstufe ist auch schwer. Wobei eigentlich bei der Ausrüstung, die ich jetzt habe, ist es eigentlich egal, auf welcher Schwierigkeitsstufe ich spiele. Weil das ist eigentlich einfach nur noch so ein bisschen, okay, ich spiele halt auch schwer, weil ist halt so. Finde ich realistischer. Na, mehr ist es ja eigentlich gar nicht. So, zack. Dann wollen wir den Kollegen nochmal beiseite stellen, beziehungsweise den Anhänger anständig beiseite stellen. Und dann brauchen wir auch gleich einen Traktor, der uns eine Strecke einstellt, dass wir zum Händler zurückkommen. Weil wir ja vom Händler noch ein bisschen was an Material holen müssen, ne? Wir müssen ja noch einiges an Material vom Händler holen. So, zack. Das hier rein, das passt. So, jetzt hat uns ja der CR schon gemeldet, dass er fertig ist mit seinem Job. Das finde ich gut. Das heißt, das kommt raus. Das hier klappen wir nochmal auf und klappen es dann anständig zusammen. Nee, das will er auch nicht. Ich glaube, wir müssen das Rohr erst einfahren, ne? Ah, obwohl, jetzt geht das gemeinsam. Oder man kann es jetzt beides gleichzeitig machen. Das Rohr einfahren und auch man kann das Rohr einfahren und die Maschine zusammenklappen. Das wusste ich auch noch nicht, dass es geht jetzt. Cool. So. Wir haben jetzt ja den Mähdrescher komplett abgetankt. Das ist sehr gut. Dann stellen wir den erstmal beiseite. Ich muss gleich mal gucken, welches Feld dann als nächstes eigentlich erntereif ist. Dass wir den Mähdrescher dann da drauf bringen. Vorher muss ich aber mal einen auf Abtankerino machen. Okay, du wirst jetzt sofort abfahren. Und damit holen wir uns dann gleich er hat die Bäume gesehen und deshalb ist er nicht da durchgefahren, aber naja, war wohl denn doch nicht so der Fall. So, fahren wir zum ersten. Dann kannst du beim Punkt darauf warten, dass dich jemand abtankt. Okay, das sieht gut aus. Jetzt wird er gleich melden, dass er am Überladepunkt angekommen ist. Ja, sehr cool. So, der kann jetzt hier stehen bleiben. Das passt soweit. Was ich jetzt als nächstes bräuchte, ist halt, damit ich diese Strecke auf jeden Fall weiterführen kann, ist halt ein Traktor wie ihn hier zum Beispiel, der das Überladen am Feld übernimmt. Ne? Würde ich jetzt da wahrscheinlich sagen, ey Mensch, ist das nicht ein bisschen übertrieben für dieses kleine Feld, ne, Überladezone, bla bla bla. Ja, schon, aber es geht auch ums Grundsätzliche, ne? Weil ich möchte das halt jetzt komplett so aufziehen, das Gespielte oder das Spiel, und deswegen machen wir das jetzt damit so, oder deswegen ziehe ich das so gleich auf. Ich werde mal eine Tempomaten einstellen auf 40. So, das war's nämlich hier. Ich werde mal eine Kursaufzeichnung machen und dann schmeißen wir einen Tempomaten rein. Was ich nämlich jetzt nicht machen werde, ist direkt zum Silo zu fahren, sondern ich bin viel zu schnell. Sondern wir fahren vom Hof runter, vom Feld weg und fahren zum Hof. Um dann wiederum vom Hof die weitere Verteilung zu übernehmen, dass der Fahrer dann zum Silo fahren kann.
vom Silo fährt er wieder zur Ausfahrt des Hofes und dann fährt er halt wieder von hier, von der Ausfahrt des Hofes, wieder zurück zum Feld. Damit die Strecken auf dem Hof immer individuell oder nicht immer individuell gemacht werden müssen, sondern dass es dafür eine Strecke gibt. So, das ist jetzt ja Feld 15 zum Hof quasi. Feld 15 zum Hof. Und über diese Strecke kann ich auch alles andere regeln. Also wenn ich später auch Saatgut holen muss oder, dann kann ich das alles über diese Strecke regeln. Na, das ist also das gleiche Prinzip, wie ich das damals auch auf der Two Rivers gemacht habe. Bloß diesmal halt von Anfang an so gedacht. Ja, nicht so mit ein bisschen und hier ein bisschen und vielleicht machen wir es später nochmal anders. Diesmal tatsächlich von Anfang an gleich ganz stark optimiert. So, ich möchte eigentlich nicht da durch die Scheune durchfahren. Das machen wir gleich mit der anderen Strecke. So, hier müssen wir ein bisschen langsamer werden. Genau, wir müssen jetzt nämlich hier rauf. Ah, das war natürlich klar, ey. So ein Fuck. Nee, halt an. Ah, jetzt habe ich auch noch Ende gedrückt. Das war natürlich typisch. Ich wollte eigentlich Pause drücken, hab dann aber Ende gedrückt. Naja. Mal ganz kurz wieder hier zum Pedal greifen. Wir müssen mal wieder zurück zum Anfangspunkt, zum ersten Punkt und die Strecke neu ansetzen. Das war nicht so schön und so schlau, aber okay. Das passiert auch dem Besten, ne? Ich habe natürlich schön bei den Deutz, die ich ausgewählt habe, schön die Breitreifen-Variante genommen, falls es jemand von euch aufgefallen ist. Finde ich nämlich richtig cool. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast.